Leute, es ist soweit. Wir starten mit der Fest von Hemlock Kampagne. Sind natürlich zu dritt am Start. Hallo. Hi. Wir haben auch passend dazu drei Ermittler ausgewählt aus der Kampagne. Alessandra. Hank. Und Narukami. Genau, grob für euch zur Info. Wir sind jetzt quasi gleich auf der Hemlock Insel und wir sollen die so ein bisschen erforschen und wir haben drei Tage und drei Nächte Zeit. Und sollen eben rausfinden, was da so vor sich geht. Dementsprechend macht es auch einen Unterschied, ob es Tag oder Nacht ist. Das Ganze beginnt mit einem Vorspiel und damit fangen wir jetzt an. Miskatonic Feldforschung, Juni 1926. Mitglieder Marquez, Musgrave et al. Nach drei unabhängigen Prüfungen durch das Präsidium und der Vergabeausschuss der Miskatonic Universität haben wir Hemlock Isle endlich erreicht. Unser Fahrer brachte uns über die nur bei Ebbe überquerbare natürliche Landbrücke, den sogenannten Damm, zu einem kleinen Fischerdorf namens Aquon. Bertie zeigte den Einheimischen ein paar Skizzen und Fotografien von der Alkaliblüte, aber sie wollten nichts davon wissen. Oder vielleicht nichts von ihm wissen? Bertie ist überaus fröhlich und gut gelaunt. Das Feldforschungsteam besteht aus mir, meinem Assistenten Bertie Musgrave und ein paar Bekannten von Dr. Armitage. Er bestand so sehr darauf, dass sie mich begleiten, dass sie sogar als Bedingung zum Erhalt der Fördergelder festgeschrieben wurde. Ich hoffe ja nur, dass sie uns nicht im Weg sind. Die Insel ist Privatgelände und es war Außenstehenden lange Zeit nicht möglich, sie zu besuchen. Bis jetzt. Die Einheimischen in ganz New England haben Werbung für ein Festival gemacht. Sogar im südlichen Boston und Arkham hat man davon erfahren. In Aquan selbst gibt es keine Unterkünfte und Campen auf der Insel soll eine gefährliche Angelegenheit sein, wenn man den einheimischen Gerüchten Glauben schenkt. Deutlicher wollten die Einwohner aber nicht werden, auch nicht nach mehrmaligen Nachfragen. Wenigstens stellten sie uns eine Karte von der Insel und ein paar einfache Vorräte zur Verfügung. Wir hatten uns schon fast damit abgefunden, unsere Zelte westlich von Aquan aufzuschlagen, doch dann trafen wir auf einen jungen Mann namens Theo, der uns Unterkunft in einem Dorf namens Hemlock Vale anbot. »Wirklich, Sie würden es hier sehr mögen«, ruft Theo aus dem Fenster seines Lastwagens nach hinten. Dr. Marquez, eine athletische, sonnengebräunte Frau um die 40, schließt ihr Forschungstagebuch und blickt auf die Ladefläche des Lasters sitzend in den Himmel. »Ich kenne niemanden, der Hemlock Isle nicht mag«, fährt Theo fort. »Ich weiß gar nicht, wieso wir anderen Leute nicht schon viel früher hierher eingeladen haben. Ich nehme an, Sie sind für das Fest gekommen.« »Ist dieses Fest eine lokale Tradition?«, fragt Bertie mit klarem britischen Akzent. Die Brise weht durch das dichte Haar des rundlichen Mannes, als er sich interessiert zur Fahrerkabine nach vorne beugt. »Das ist das erste Mal überhaupt. Alle im Tal haben sämtliche Hebel in Bewegung gesetzt, damit sich all die Gäste willkommen fühlen. Wir sind so aufgeregt, Besucher zu haben.« Der junge Mann lacht, als der Lastwagen die Kuppe des Hügels erreicht und einen Blick über die Insel freigibt, die sich in jede Richtung ausbreitet. Im Süden glitzern vereinzelt schwarze Seen in einem wild überwucherten Sumpfgebiet, das sich bis zur Küste erstreckt. Im Norden gruppieren sich weiße Hügel um hervorspringende Obsidianfelsen, die an eine riesige freiliegende Wirbelsäule erinnern. Hinter einer Hügelkette wächst im Westen ein dichter Wald bis an die felsigen Hänge am Rande der Insel heran. Und noch weiter nördlich, hinter den weißen Hügeln, liegt eine kahle Felsenküste am Rande des schiefergrau funkelnden Atlantiks. Die Straße führt an einem üppigen Ackerland vorbei, wobei in einem Dorf, das sich in den Hügel schmiegt. Prächtige Blumen, Arrangements und leuchtende Bänder hängen von Dächern und Zaunpfählen. Ein prismatischer Regenbogen schimmert am wolkenlosen Himmel und verleiht der Szene einen idyllischen Flair. Als der Lastwagen an einer Kreuzung zum Stehen kommt, versammeln sich die Einheimischen und Kinder in weiß-goldenen Umhängen und hölzernen Tiermasken um euch und grinsen euch von einem Ohr zum anderen an. »Willkommen!« Eine imposante Frau mit stahlgrauem Haar, gleichsam in einem weiß-goldenen Umhang gehüllt, trifft aus der Menge hervor. »Willkommen im Hemlock Vale. Ich bin Mutter Rachel und das sind die meinigen. Was führt sie zu uns?« »Die Ermittler müssen entscheiden. Wähle 1.« »Möglichkeit A. Wir sind von der Miskatonic Universität, um hier Untersuchungen durchzuführen. Fahre mit Einführung 2 fort. Oder wir sind für das Fest hier. Fahre mit Einführung 3 fort.« Wir sind auf jeden Fall für eine Untersuchung, ja. Das andere ja gelogen. Gut. Du stellst. Bist du auch dafür? Ja. Okay. Was andere eben, weil das andere gelogen wäre, ne? Du stellst dich und die Mitglieder des Feldforschungsteams namentlich vor und erwähnst ebenso die Unterstützung durch die Miskatonic Universität. Dr. Marquez stützt sich schwer auf ihren Stock,
während sie Mutter Rachel die Hand zur Begrüßung ausstreckt. Füge dem Chaos Portal für den Rest der Kampagne ein Schildmarker hinzu. Fahre mit Einführung fort. 4 fort. Gemacht? Ja. Schon machen, ja. Mutter Rachels freundliche Miene verändert sich nur einen Augenblick, als sie die Antwort hört. Untersuchungen. Ich verstehe. Sie sind natürlich ebenso willkommen, beachten Sie nur Folgendes. Wir haben hier Regeln. Wenn Sie niemandem im Tal Schaden zufügen, dann wird Ihnen auch nichts geschehen. Bleiben Sie nachts im Dorf und geben Sie draußen in der Wildnis Acht. Die Natur hier auf der Insel mag etwas ungezähmter sein, als dort, wo Sie herkommen. Ein Stück weiter die Straße entlang läuft ein kleines Reh neben ein paar Kindern her, fast so, als wollte es damit die Worte der Oberin widerlegen. Bevor du ihr weitere Fragen stellen kannst, kommt eine Horde Einheimischer aus den Laster zu, begierig darauf, Neuigkeiten vom Festland zu erfahren. Nachdem ihr etliche Fragen beantwortet habt, wer welches Sportereignis oder welche Wahl gewonnen hat, schlägt Dr. Marquez vor, sich aufzuteilen, um besser mit den Einheimischen in Kontakt zu kommen. Sammeln Sie Informationen über die Insel. Wir treffen uns in einer Stunde wieder. Fahre mit Vorbereitung 6, Seite 6 fort. Haben wir hier einmal eine Insel. Genau, das ist ja dann wahrscheinlich das für dich Relevante. Ne? Vorspielvorbereitung, bla bla bla. Dann steht hier Vorspiele in das Fest von Hemlock Vale. Die Vorspiele dieser Kampagne werden ähnlich wie normale Szenarien in Arkham Horror das Kartenspiel vorbereitet und gespielt. Mit Ortskarten, Agenda und Szenenkarten. Hemlock Vale ist normalerweise ein sicherer Ort. In diesem Vorspielen gibt es keinen Begegnungsdeck. Das bedeutet, dass die Ermittler keine Fähigkeiten verwenden können, die mit dem Begegnungsdeck auf irgendeine Weise interagieren können. Sehr gut, Steppen. Die Wünsche und Nöte der Einwohner zu verstehen und zu wissen, wo sich bestimmte Einwohner tagsüber aufhalten können, sind der Schlüssel zum Vertrauen bei ihm aufzubauen, um Vertrauen bei ihnen aufzubauen. Die Beziehungen der Ermittler zu den einzelnen Einwohnern beeinflusst die Geschichte und können in späteren Vorspielen zu Belohnungen und Erfahrungspunkten führen. Hemlock Vale ist ein guter Ort, um neue Vorräte zu beschaffen. Am Ende eines Vorspiels behält jeder Ermittler Folgendes. Karten auf der Hand, maximal bis zu seinem Starthandlimit. Anmerkungen bei Tag-Szenarien können die Ermittler keinen Mulligan nehmen. Okay. Ressourcen im Spiel, maximal bis zu seinen Startressourcen. Genau eine Vorteilskarte in seiner Spielzone, die sich normalerweise zu Spielbeginn nicht im Spiel befindet. Oder was? Genau eine Vorteilskarte in seiner Spielzone, die sich normalerweise nicht zu Spielbeginn im Spiel befindet. Das heißt, wenn du jetzt mehrere Karten ausgespielt hättest, dann darfst du eine behalten und sagen, mit der startest du das nächste Szenario. Mhm. Und alle Hinweise, die er kontrolliert. Für weitere Informationen über Vorspiele und Beziehungsstufen siehe zusätzliche Regeln und Klarstellungen auf Seite 2 dieses Kampagnenleitfadens. Dann würde ich das einmal an dieser Stelle dich übergeben, damit du das einmal aufbauen kannst. Ich habe ein paar Karten, die mit dem Gegnungsdeck hinterhergehen, zum Beispiel. Das wissen wir. Gegnungsdeck und wir decken 2 Hinweise. Wie sieht es damit aus? Geht nicht, weil du keine Karte ziehen kannst. Warte, ich ziehe die Karte einfach gar nicht. Ich ziehe dir mal die 2 Hinweise und ziehe die Karte nicht. Ich habe auch eine Karte. Schau dir die obersten 5 Karten des Begegnungstexts an. Oh. Ist das so? Nein. Nein. Ich hab's schon. Ich weiß. Zweimal. Also haben wir im Prinzip 6 Szenarien und dann gibt es dazwischen immer noch so Vorspielszenarien. Ja. Also wir wissen nicht, ob immer, aber es gibt teilweise Vorspielszenarien. Genau. Okay. Also für euch, genau. Für euch zur Info, diese Kampagne besteht aus 6 Szenarien plus diesen Vorspielen. Wovon wir gleich eins erleben. Und der Unterschied ist ja diesmal, also Vorspiele gab es ja vorher auch schon, dass du eben jetzt die Vorspiele halt auch spielst auf einer Map und nicht nur vorliest. Wahrscheinlich, um das nicht ganz so textlastig zu machen. Das Protokoll. Also wir behalten unsere Hand bei Ressourcen. Tag kein Mulligan. Hand? Ja. Nein, die Tag, bei Tag-Szenarien hast du kein Mulligan. Genau. Das ist jetzt hier kein, also das ist jetzt das Vorspiel. Das aber wenn wir dann einen Tag starten, wir haben jetzt einen Tag und da haben wir kein Mulligan. Nee, ich habe es verstanden, dass du bei Tag-Szenarien kein Mulligan hast. Hab ich auch verstanden. Ja. Können wir nochmal drüber lesen. Also nicht bei Tag vorspielen, sondern wenn wir jetzt hier Nacht und Nacht ein Szenario spielen, was weiter ein Tag ist. Richtig, das waren die Regeln, das waren ja die Regeln, was danach eintritt. Und wir dürfen, aber das ist halt im Nacht haben wir schon, da behalten wir auch die 5 Karten oder was. Genau, da haben wir halt auch den Mulligan. Und das mit diesem man darf eine Vorteilskarte mit übernehmen, ist. Kannst du dir halt aussuchen, ist immer. Das ist auch bei Nacht. Nee, das kannst du dir immer aussuchen. Du hast immer eine Vorteilskarte. Du behältst immer deine Hinweise, du behältst immer deine Handkarten und deine Ressourcen bis zu deinem Starthandlimit halt. Und eine Karte darfst du ausgespielt lassen. Die gute Kleidung natürlich. Zur Wahl. Hey, Leute. Ja, du musst maximal bis zu seinem Starthandlimit. Ja, haben wir schon gesagt. Maximal 5, wenn du weniger hast, dann halt weniger. Gleiches gilt für Ressourcen und eine Vorteilskarte in seiner Spielzone. Und alle Hinweise.
Ja. Also könnt ihr gut ermitteln. Indem vor allen Dingen mit dem Oberstuhl. Ja, wollte ich gerade sagen. Oh, ich habe zwei Hinweise. Das ist halt die Frage, ob du sie spielen kannst, wenn du keine. Nein, kannst du nicht haben, weil du kannst den Teil der Kosten nicht erfüllen. Ja, das heißt, du ziehst dir aus der Karte des Begegnungstextes, das funktioniert nicht. Mhm. Hey, tu drei Flugmarker rein. Ich kann keine Flugmarker reinnehmen. Ach, egal, ich nehme mir trotzdem die Ressourcen. So, die Zeitmarkerkarte. Aber geiler, die Karte. Das wird wahrscheinlich die hier sein. Der erste Tag. Die kommt ins Spiel. Willkommen in Hemlock Vale. Das Feldforschungsteam der Miskatonic-Universität macht Station in Hemlock Vale und bereitet sich auf die heutige Expedition vor. Je mehr Vertrauen dir die Einheimischen entgegenbringen, desto einfacher wird es, die Besonderheiten von Hemlock Eisel zu verstehen. Erzwungen, sobald du eine Schwäche ziehst, hebe ihren Enthüllungseffekt auf und lege sie ab. Das klingt aber schon gut. Mhm. Das ist wirklich dieser Safe Space. Jetzt kann hier nichts passieren. Die Frage ist jetzt, ziehen wir jetzt Karten oder was? Ja, jetzt heißt es hier, der letzte Abschnitt war ja, das Spiel kann nun beginnen. Ja, laufen wir jetzt mit Karten und kriegen Karten und Ressourcen oder haben wir die nicht? Ja, na klar, unsere Startressourcen und so weiter sind da. Okay. Warte, wo war das mit? Aber da ist ja die Frage, ob wir wirklich Mulligan können. Mit dem Mulligan nochmal. Ja. Wo, das hattest du vorgelesen, ne? Ja, das ist nur Szenario. Das ist auch, bin ich auch relativ. Die Frage ist, also Karten im Ablagestapel sind bleiben auch im Ablagestapel bis zum nächsten Szenario, ne? Oder irgendwie da, oder. Wurde nicht oder gesagt. Wurde nicht gesagt. Wurde nicht gesagt, ne? Statt nur, wir hatten. Hinterhältig. Auf jeden Fall, ey. Hinterhältig. Wir haben hier übrigens Folgendes. Du befragst die Einheimischen über das Tal. Da muss man Abschnitt 10 lesen. Aktion. Ausgelöste Fähigkeit ist in deinem Zug, falls genau ein oder zwei Ermittler im Spiel sind. Gut, das ist es nicht. Also hier steht, bei Tag-Szenarien können keine Mulligan kriegen. Sind die alle aufgedeckt, die Orte? Ja, die haben nämlich eine Nachtrückseite und wir sollen sie mit der Tagseite ins Spiel bringen. Okay, das heißt, wir sehen ja auf jeden Fall, dass es keine Hinweise gibt. Hier gibt es einen. Wo? Über Aktionen, du befragst die Einheimischen. In dem Zug, falls du genau ein oder zwei im Spiel sind, bewegen. Okay, das geht nicht. Was haben wir denn hier für Proben? Erstmal keine. Also hier ist wieder Codex-Eintrag lesen für eine Aktion. Überall. Hier auch. Hier, durchsuche dein Deck nach einer Buchkarte, ziehe sie, mische dein Deck. Heile einen Schaden oder einen Horror, nur einmal pro Spiel. Das Problem ist daran, wie soll man dein Deck aufbauen, wenn du weißt, man hat nur eine Vorteilskarte mitnehmen, ne? Das ist auch so, okay. Durchsuche die obersten 9 Karten deines Decks nach einer Zauberkarte, ziehe sie, mische dein Spiel. Die wollen anscheinend schon, dass man seine Hand gut aufbereitet, glaube ich, bis zum nächsten Ding. Das ist, glaube ich, der Mulligan-Ersatz. Also wir fangen jetzt an, spielen halt ein bisschen und dann müssen wir halt gucken, da wir ja unser Endpunktestand quasi übernehmen ins neue Spiel, können wir da ja uns so ein bisschen drauf vorbereiten. Ich würde sagen, jemand liest erstmal die erste Sache dadurch vor. Ja, warte, ich muss noch... Ich gehe halt mal. Wir haben keinen Mulligan, oder was? Meinst du, wir haben jetzt kein Mulligan? Ich glaube schon, wir haben Mulligan, oder? Hier steht für Tag-Szenario. Darf ich mal das kurz haben? Es ist ein Tag-Szenario, oder ist es ein Vorspiel? Wo waren das? Hemlock Vale ist ein guter Ort, um neue Vorräte zu beschaffen. Am Ende eines Vorspiels behält jeder Ermittler Folgendes. Na, dann steht hier Karten auf der Hand. Maximal bis zu einem Startlimit von bla bla. Das ist am Ende. Du hast jetzt Mulligan. Ganz sicher. Hier stehen die Bedingungen für am Ende, du kannst es auch nochmal lesen. Das steht, wo steht das mit dem Mulligan noch? Hier. Ne, also hier sind die Bedingungen. Am Ende. Guckst du dir am besten mal selbst an. Ich glaube, du hast jetzt einen Mulligan. Du hast es halt danach nicht mehr. Gut, dann wäre es geklärt. Tja, ich gehe mit 3-9, I guess. Ich denke, du wirst doch bestimmt Flugmarker reinmachen, ne? Also ich würde damit noch gar nicht fahren. Ich würde jetzt wirklich auch als erste Aktion erstmal so einen Dingsabschnitt lesen. Ja, pass auf. Damit man mein Gefühl für bekommt, Da wurde schon gesagt, dass Proben gemacht werden. Ich würde zuerst auf jeden Fall die gute Kleidung ausspielen. Und dann das machen. Ja, sowas von mir aus auch. Ich würde, glaube ich, davor halt auch eine Waffe oder so. Um die Proben einfacher zu machen. Ich gehe mit 3-9.
Aber es wird immer gefragt, ne? Also Fragen, finde ich irgendwie, es könnte Kopf sein, wenn es eine Probe ist. Das hier passiert aber, ne? Sobald dein erster Zug im Spiel beginnt. Ja, ich sag schon. Gut, ich werde einfach mal anfangen und das machen. Sehr gut. Ich spiele erstmal die gute Kleidung aus, gehe auf 4. Schön hoch. Ich spiele die Fuchsmaske aus, gehe auf 3. Da kommen 2 Aufladungen drauf. Und dann mache ich mal diesen Text und dann lesen wir das mal vor. Welcher ist das, Herr Bruder? Steht doch auf deiner Karte. Da steht das drauf, aber ich sehe das nicht schlecht. Die Wegkreuzung. Dutzende von Arbeitern wuseln um den Stamm eines großen Baumes in der Mitte der zentralen Wegkreuzung des Dorfes herum. Die vielen Gesichter an der Rinde des Baumes blicken mit unzähligen Gesichtsausdrücken auf dich herab. Einige lachen, andere sind voller Kummer oder Schrecken. Jeder Ausdruck wirkt grotesk übertrieben. Als du einen Zimmermann in der Nähe nach dem Baum fragst, hält er inne und überlegt genau, bevor er antwortet. Dieser Baum ist das Bildnis, ein Abbild von... Nun ja, vielleicht ist es am besten, ist es einen heimlichen Geist zu betrachten, derselbe Geist, der in jedem von uns lebt. Der Vorarbeiter, der Handwerker, erzählt dir, dass die Nacht hindurch arbeiten müssen, da morgen Regen erwartet wird. Als du ihnen bei der Arbeit zusiehst, bemerkst du, wie eine Handwerkerin stolpert und zu Boden stürzt. Theo rennt von seinem Lastwagen zu ihr hinüber und hilft ihr auf. Dabei hält sie sich die Augen zu und lacht hysterisch. Du darfst entweder eine Karte ziehen oder eine Ressource erhalten. Durchsuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach der Karte Theo Peters und bringe sie an den die Wegkreuzung mit der Vorteilskarte nach oben ins Spiel. Gut, Karte ziehen oder Ressource machen. Ich ziehe eine Karte. Einwohner, solange du Theo Peters kontrollierst, darfst du in deinem Zug eine Zusatzaktion nehmen, die nur zum Bewegen verwendet werden kann. Aktion. Wähle X Karten von deiner Hand und lege sie ab, wobei X die Nummer des aktuellen Tages ist. Verhandlung. Verhandlung, Abschnitt 8 lesen. Erzwungen. Nachdem Theo Peters besiegt worden ist, lege diese Karte als nicht im Spiel findlich beiseite. Senke Theos Beziehungsstufe. Haben wir jetzt den einen von uns bekommen? Den kann ich jetzt noch triggern. Der ist jetzt hier an der Wegkreuzung, ist jetzt fest. Den möchte ich jetzt noch gleich triggern. Die lege ich jetzt einfach ab oder was, weil da kein Erscheinen steht? Was ist denn jetzt mit ihm? Der ist hier. Hier hin oder was? Nein, lese, was da steht. Nee, hier steht, sobald du eine Schwäche ziehst, hebe ihren Enthüllungseffekt auf und lege sie ab. Aber hier ist ja kein Enthüllungseffekt. Hier steht Erscheinen und Erzwungen. Das ist der Enthüllungseffekt. Okay. Der kommt weg. Alles klar, gut. Ciao. Und dann würde ich als freie Aktion jetzt die Ermittlungsaktion machen und ich muss jetzt eine Karte abwerfen für bei. Genau. Wann kommt der zu einem in den Stink rein? So, ja. Was können wir jetzt machen? Welchen Abschnitt lesen wir jetzt? Der kommt gar nicht rein. 8? 8. Achso. Theo Peters. Gut draufdrücken, sagt Theo zu einer Arbeiterin, die sich ein kaltes Tuch auf die Stirn presst. Nach einem weiteren schmerzerfüllten Lachen wird sie ohnmächtig. Du fragst Theo, was passiert ist. Eine Art Hitzeschock. Oder eher sowas wie wenn man sich in eine gute Stimmung bringen will und dann... Er seufzt. Nun, ich weiß nicht wirklich, was es ist. Manchmal werden die Leute einfach krank. Ein paar der Einheimischen bringen die Arbeiter in eine nahegelegene Hütte. Nach etwas Geplauder fragst du Theo nach guten Stellen auf der Insel, wo man Wildtiere beobachten kann. Breit grinsend antwortet er: Meine Schwestern und ich haben an den Aquanküste einen riesigen Pfeilschwanzkrebs gesehen. Ich weiß zwar nicht, ob er noch da ist, aber ich schwöre, der war so groß wie ein Einspanner. Ich habe heute ein paar Familienangelegenheiten in Ekwan zu erledigen. Wollen Sie mitkommen? Du darfst dich sofort an einen beliebigen Ort bewegen. Okay. Erhöhe Theo Peters Beziehungsstufe 1. Das ist drin. Das ist hin. Ja, aber das wollen wir nicht reinschreiben. Oder doch? Wollen wir Bleistift theoretisch machen? Ich bin sogar gerade in der Nähe. Oh. Und sonst notieren wir das separat einfach, oder? Naja, ich poste das an unsere Gruppe. Machst du? Okay. So, dann bewege ich mich an einem beliebigen Ort. Vor allem, das heißt ja, ich komme jetzt überall hin, oder? Ja. Wie sick ist das denn? Ja, theoretisch kommst du eh von da überall hin. Und er selber bleibt jetzt da?
Ja. Aber mit ihm haben wir jetzt gesprochen und wir können es auch nicht nochmal machen, weil wir das schon geschafft haben. Ach so, das wäre diesem, das kann man sich, hätte man sich bewegen können, es einmal gerade. Also ich gehe mal, ich gehe mal hier zu den Einkaufsladen, weil da ist eine Handlungsaktion. Hm. Okay, hast du eine Aktion? Nee, ich bin durch. Dann wirst du zur Mühle gehen und den Hinweis runter ermitteln. Weil den können wir auch mitnehmen. Also das, wieso sollten wir nicht mitnehmen? Plus das triggert die Aktion da drauf. Also. Ja, das ist okay. Also wenn du davor noch was ausspielen möchtest. Nicht zwangsweise. Dann gehe ich rüber. Erste Aktion, zweite Aktion, mache ich eine 4 auf 2 Probe. Natürlich nicht so wikitzig, aber. Ich glaube aber, das Vorspiel nimmt genügend Zeit ein. Achso, ich mache hier mal einen Segenmarker rein. Zack. Wie funktioniert das mit dem Vorspiel? Minus 2 war's. Nachdem du den Hinweis an diesem Ort entdeckt hast, 12 vorlesen bitte. Codex 12. Die alte Mühle. Dr. Mark Kess stützt sich unsicher auf ihren Stock, während sie Proben von verschiedenen Wildblumen in der Umgebung der Mühle nimmt. Schauen Sie sich das an. Die Professorin hält eine Probe in die Höhe, die wie eine Mischung aus leuchtenden Veilchen, Lilien und Lupinenblüten aussieht, die am Stiel miteinander verbunden sind. Sie ähnelt der seltsamen Blüte, die der Anlass für diese Expedition war. Monopodial mit Dutzenden von verschiedenen Ausprägungen. Aber kein Hinweis auf künstliche Veredelung. Sie ist natürlich gewachsen. Du fragst, wie das möglich sei. Die Professorin grinst, ist es nicht. Und genau deshalb wird diese Forschungsreise das große Sprungbrett für meine Karriere sein. Du überlässt Dr. Marquez dem Sammeln ihrer Pflanzenproben. Ein Stück weiter siehst du eine kräftige Frau in einem Overall auf dem Feld arbeiten. Du darfst entweder eine Karte ziehen oder eine Ressource halten. Durchsuche das beseitigte Begegnungsset Einwohner nach Karte Lea Atwood und bringe sie in der alten Mühle mit der Vorteilseite nach oben ins Spiel. Sag mal, was die machen. Solange du Lea Atwood kontrollierst, bekommst du plus ein Kampfsymbol. Verhandlung, lege eine Kampfprobe 2 ab. Falls die Probe gelingt, Abschnitt 2 lesen. Erzwungen, nachdem du Lea Atwood, wenn die besiegt wurde, lege diese Karte als nicht im Spiel befindlich beiseite, senke Leas Beziehungsstufe. Wie kriegst du die in deine Zingszone rein? Das wissen wir nicht, das ist das gleiche wie mit dem hier. Genau, die ist erstmal nur in dem Ohr. Wahrscheinlich kann auch jetzt, sein. Mit Kampf 2 kann es jetzt, kann man mit ihr verhandeln. Lege eine Kampf 2 Probe, falls die Probe misslingt, lese den Abschnitt. Ich habe jetzt noch eine Aktion. Kann man das nochmal machen, wenn es nicht klappt? Ja, klar. Also so lange, bis du den Abschnitt halt schaffst. Soll ich eine 4 zu 2 machen? 4 zu 2 Probe? Ja, klar. Auf 4 zu 2 spielen wir doch. Hast du doch ein Video drüber gemacht? Ja, ich frage nur. Verlinken wir an dieser Stelle auch. Oh. Ah, schade. Nicht geklappt. Okay. Fail Counter 1. Da sind wir so in History, wie ja. Mhm. Na gut, hat nicht geklappt, mach ich vielleicht nächste Runde. Dann ist die Frage, soll ich da jetzt hingehen und mit der verhandeln oder soll ich andere Orte erkunden und die Einträge triggern? Andere Orte. Ich mach das schon. Ich mach nächste Runde wie du. Okay, du übernimmst dir dann den Kampf und dann bist du ab sofort. Also die kriegen ja nicht raus. Eine Frage, die ich mich frage, warum ist hier Samson und warum ist hier das der, weiß ich auch nicht. Sakarata? Ach, das ist hier. Das dann gehe ich in die Pension, hatte ich gesagt. In die Pension? Vielleicht nehme ich, wenn ich möchte, auch nochmal irgendwie heilen. Denk Samson, der hält dich gerne. Du hast im Übrigen auch Schaden hier, ne? Mhm. Und du vergisst das wieder. Ach. Ich kann auch Nachteile lassen. Ich habe nur XP. Nur eine XP. Ja. So, erste Aktion, ich gehe darüber. Zweite Aktion, ich trigger das. Erkundige dich nach Informationen über das Tal. Nummer 9. Pension. Von jeder Dachtraufe der Pension hängen blühende Girlanden. Aus der Eingangstür strömt ein würziger Geruch von Fleischpasteten und Bier nach draußen. Die Inhaberin stellt sich als Miss Olmsted vor und bietet dir ein Zimmer an. Ich behalte das Geschehen im Dorf im Auge. Wenn Sie wissen wollen, was die Leute im Tal so treiben, helfe ich Ihnen gern. Als du nach dem Bier fragst, macht sie eine wegwerfende Geste. Machen Sie sich nicht die Mühe, mich bei den Prohibitionisten zu melden. Wir haben unsere eigenen Regeln auf Hemlock. Eil. Sie wirft einen Seitenblick auf die Veranda und zieht eine Augenbraue hoch. Das heißt,
solange nicht eine gewisse Person ihren Willen durchgesetzt bekommt. Du schaust auf die Veranda und siehst eine wunderschöne Gestalt mit bernsteinfarbener Haut. Sie trägt ein modernes Kleid mit dem weiß-goldenen Mantel des Tals, den sie lässig über ihre Schulter geworfen trägt, während sie ein Blumenmuster auf einem kleinen runden Rahmen stickt. Bertie stellt ihr schüchtern ein paar Fragen und zeigt mit ein paar Fotografien und Skizzen der Probe, deretwegen das Feldforschungsteam ist hier. Du darfst entweder eine Karte ziehen oder eine Ressource erhalten. Durchsuche das Deck nach der Einwohnerinnenkarte River Hazardstone und bringe diese in der Version ins Spiel. Wie viele Einwohnerkarten gibt es denn? Wie so ein paar, ne, oder? Ich habe hier jetzt noch 8. So, sie sagt, solange du sie kontrollierst, bekommst du bloß einen Kopf. Verhandlung, lege entweder eine Kopf- oder Bub-3-Probe ab. Falls die Probe gelingt, mache einen Lese 5 und dann halt wieder weg, wenn weg. Lecker verhandeln, das gefällt mir. Okay, also ich mache jetzt mal nicht die 3-zu-3-Probe, sondern würde mich heilen. Hm. Unseren Friedhof mischen wir aber in unser Deck. Das wissen wir noch nicht, keine Ahnung, wissen wir nicht genau. Das habe ich noch gezogen. Könnte aber auch einfach eine Karte ausspielen und dann nächste Runde vielleicht die Probe machen. Ich glaube, das finde ich. Und Frage ist halt auch mal, was das die Karten, ob die Karten aus Spielen bringen, ne? Bin ich gespannt. Naja, eine Sache nehmen wir mit rüber. Ja, genau, klar. Und das, die Maske nimmt da hier die Probenwerte nach oben. Ja, die habe ich deswegen auch ausgespielt. Steffen nicht. Hat die nicht gehabt. Okay. Dann neue Runde, neues Glück. Ja. Karte, Ressource. Karte erst, dann Ressource. Das gerade nicht mal was. Was, das ist die Handkarten oder was? Ne, ich habe das Ding gemacht. So. Geil, die Vier-Kette. Du bist da oben jetzt, ne? Soll ich noch verhandeln oder was? Ja, klar. Gehen wir hier auf 3. 4. Gratis Aktion verhandeln. Du feilst ein wenig um den Preis deiner Einkäufe und unterhältst dich mit einem Einheimischen. Das ist 14. Teds Gemischtwarenladen. Der rustikale Gemischtwarenladen dient auch als Apotheke. Ein glatzköpfiger Mann mittleren Alters steht mit bandagierten Armen hinter dem Tresen und stellt sich als Ted vor. Wir sind froh, dass wir Besucher im Tal haben. Ich weiß, dass Mutter Rachel ganz aus dem Häuschen ist, so viele neue Gesichter zu sehen. Und es ist auch gut für das Geschäft. Ich gebe Ihnen heute einen Besucherrabatt, wenn Sie etwas kaufen. Und natürlich sind Sie alle zum gemeinschaftlichen Mahl heute Abend eingeladen. Ist genauso später. Du darfst eine Ressource ausgeben und dein Deck nach einer Gegenstandskarte zu durchsuchen und sie zu spielen. Ignoriere dabei ihre Kosten. Jeder Ermittler, der diesen Effekt noch nicht abgehandelt hat, darf diesen Kodex-Eintrag erneut auslesen. Durchsuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach Karte Judith Park und bringe sie in Tets Gemischtwarenladen mit ins Spiel. Der Vorteil ist gerade nach oben ins Spiel, okay. Dann werde ich meine Ressource ausgeben. Okay, oder? Was den ganzen Bonus? Ich glaube, die sind hinterhältig und wollen es wahrscheinlich abschlachten. Ich suche erstmal meine Karte nach einem Gegenstand, den ich ausspielen möchte. Das ist auf jeden Fall ein netter Tutor. Ist das ein Gegenstand? Klar. Ist das der Leo-Gegenstand? Hol ich gleich mal die Waffe raus, jetzt reicht's. Die pumpt kein Symbol, ne? Der macht hier. Geh nochmal den, der die. Die sagt aus, solange du sie kontrollierst, eine zusätzliche Aktion nehmen, die nur zum Kämpfen verwendet werden kann. Gib X Ressourcen aus, weil bei X die Nummer der aktuellen Tages ist verhandeln. Wo gibt's den Typen, der das Buß-Symbol bufft? Wahrscheinlich im Schulhaus des Tals, oder? Möchte er hin? Gut, ich würde die wir aufgedeckt haben, alle schon verhandeln, wenn es geht. Gut, ich hole mal die Dietrich hier raus. Man weiß ja nie, wann man die Tür knacken muss. Und dann würde ich als erste reguläre Aktion gleich mal, was kann man mit ihr machen? Nochmal verhandeln? Mhm. Muss aber eine Ressource bezahlen. Kein Problem. Was gucken. Auf mir drauf, na klar, gebe ich eine Ressource aus, als erste reguläre Aktion und verhandle mit ihr. Das war Kodex Antrag 7, wenn ich das richtig sehe.
sieht so aus, als würden wir das immer normal spielen. Judith Park. War ja aktuell ein Tag und so. Ja, wahrscheinlich Tag 2 oder so. Ja klar, du wirst ja diese Beziehung mit denen weiterhin verbessern, ne? Das geht ja länger. Du näherst dich einer gedrungenen Frau in einer schicken Jagdjacke, die dich wie eine Falke mustert. Du stellst dich und eure Forschung vor, während sie die Asche von den Spitzen ihrer Zigarre schnippt. Ich heiße Judith, Judith Park. Ich bin hier die Frau fürs Grobe. Das bedeutet meist, wildgewordene Tiere zu erschießen. Am Tag sehen sie alle nett und freundlich aus, aber nachts werden sie eigenartig. Manche von ihnen sehen auch schon ein wenig seltsam aus. Manchmal verirrt sich eines von ihnen ins Dorf. Dann mache ich es mit dem alten Jungmo bekannt. Sie hebt ein Jagdgewehr in die Höhe, das fast so lang ist wie sie selbst. Beeindruckt fragst du, ob man sie anheuern kann. Die junge Frau mustert dich. Ihre Freundin Marquez hat mich bereits angeheuert, sie heute zum Eastwick Moor zu begleiten. Bereiten Sie sich gut vor, wenn Sie mitkommen wollen. Du darfst eine Waffenkarte von deiner Hand spielen und dabei Ihre Kosten ignorieren. Erhöhe Judith Parks Beziehungsstufe um 1. Bei dem, was war das andere? 14, mussten wir dann den Ted auch erhöhen? Haben wir noch gar nicht, oder? Doch, klar. Nee, bei Ted musstest du nicht erhöhen. Ja, weil wir die Karte noch nicht haben. Okay. Das heißt, ich krieg jetzt die gute Bulldog, kommt jetzt raus. Nee, von der Hand hast du sie, oder? Von der Hand. Schade, da kommt sie nicht raus. Nein, das ist nicht aus. Da kommt hast du die Reaktion hast du noch? Hier haben 2. Dann weiter. Genau, dann würde ich sagen, wo gehst du als nächstes hin? Zu grün, ist runter und dann kannst du jetzt im Uhrzeigersinn gehen. Ja, genau. Also Versammlungshalle. Warum? Da kommst du nicht hin. Mhm. Okay. Du inspizierst den Gemeindesaal und überprüfst ihn zusammen. Okay, alles klar. Dann inspizieren wir mal den Gemeindesaal und lesen Kodex-Eintrag 16 vor. Versammlungshalle. Willkommen im Tal. Eine junge Frau mit Bobfrisur begrüßt dich, als du durch das doppelte Scheunentor eintrittst. Es ist so lange her, dass wir Besuch hatten. Hier sind sie genau richtig. Sie müssen wissen, im Tal findet fast alles in dieser Versammlungshalle statt. Ich weiß, dass Schwester Lea für morgen einen gemeinschaftlichen Tanzabend plant. Hey Gideon, drin wird nicht geraucht, bellt die Frau einen alten Mann in einem langen blauen Matrosenmantel in der Ecke an. Er steht auf und humpelt grummelnd nach draußen. Du merkst, dass an einem Korbbrett an deiner hinteren Wand Kinderzeichnungen von Pflanzen und Vögeln hängen. Sie alle weisen zusätzliche Zähne, Augen und Gliedmaßen auf. Die Frau unterbricht deine Gedanken. Wenn Sie mal jemanden auf dem Festland anrufen und jemanden im Dorf eine kleine Aufmerksamkeit schicken wollen, geben Sie mir einfach Bescheid. Sie können mich Martha Jean oder Martha John nennen. Durchsuche die obersten 9 Karten deines Decks nach einer verbündeten Karte und füge sie deiner Hand hinzu. Mische dein Deck. Durchsuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach der Karte Gideon Misra und bringe sie in der Versammlungshalle mit der Vorteilsseite nach oben ins Spiel. 1. 2. Ich finde, solange du Gideon 3, kontrollierst, hast du einen zusätzlichen Zugriff und dann Doppelaktion verhandelt. 5. 6. Das ist erliegt. Es läuft. Die Kamera zeigen, das kann ja jeder sagen. Boah. Der Leo. Der Leo aus Louisiana. Louisiana? Ja. Dann bin ich durch. Bin ich noch gelaufen und hab das gemacht. Ja. Willst du machen? Ja, kann ich machen. Ich wandle hier, gehe ich hier einmal aus, bin ich bei 5. Gebe ich das mal noch dazu, bin ich bei 6 zu 3. So, das kann man auch. Dann habe ich es geschafft und ich bekomme eine Aktion. Ständig, Leute, muss ich suchen, was wir reinmachen. Ich hoffe, das ist okay für dich. Das sind so 3 Gegenstände draußen. So geil, ja. Ich weiß gar nicht. Einen darf man mitnehmen. Ja. Gleich spiele ich noch welche. Leo. Richtig. Ja, aber ich meine, Leo hier diese Zusatzaktion zu generieren, ist, glaube ich, nicht schlecht. Jetzt die Frage, ich kann es nicht einschätzen. Ich bin mit dem Great Profile befreundet. Sie mögen ihn vielleicht besser als John Barrymore kennen. Wir lernten uns auf einer Piazza in Rom kennen. Durch puren Zufall sprudelt es aus River bei einer Unterhaltung mit Bernie geradezu heraus. Obwohl mein Nachname Housewarn ist, müssen Sie wissen, dass ich durch und durch Hemlock bin. Mir steht das Hemlock-Vermögen zu, wenn das der liebe William nur endlich mal einsehen würde, ergänzt River säuerlich. Bertie gibt sich Mühe, Rivers neugierige Fragen über aktuelle Geschehnisse in der High Society von New York zu beantworten, von denen er keine Ahnung hat, bevor er River nach interessanten Orten auf der Insel fragt. Ich habe gehört, dass es in der North Point Mine faszinierende Kristalle geben soll, antwortet River nachdenklich. Erhalte 3 Ressourcen. Erhöhe die Beziehungsstufe um 1.
Drei leckere Ressourcen. Für stille Wasser ist das immer gut. Ne, brauche ich nicht. Gehst du schon los? Was? Nee. Ich wollte gerade fragen, ob du es in die Gruppe posten kannst, aber geht ja nicht. Dann gehe ich zweite Aktion einmal hier rüber. Ach, warte. Würde mich noch heilen. Schon wieder. So, dritte Aktion gehe ich hier rüber, vierte Aktion mache ich das. Vier Aktionen hast du jetzt? Quick Thinking. Leckere Karte. Von wem hat er die Empfohlen bekommen? Spinner. Irgendjemand, der nur grün spielt. Als du dich dem Schulhaus näherst, läutet die Glocke auf dem Dach dreimal kurz. Darauf erscheinen Kinder mit Tiermasken. Ein junges, rothaariges Mädchen mit einer Kaninchenmaske stolpert, fällt auf dem Weg hinein. Du hilfst ihr auf. Einige hagere, streng dreinblickende Lehrerinnen bitten dich hinein. Auf deine Frage zum Dorf hin deutet sie auf zwei Bücherregale an der Rückwand. Spärliche Gemeindebibliothek des Tals. Ein stattlicher Mann mittleren Alters mit nussbrauner Haut und einem grauen Bart stöbert durch eines der Regale, während du das andere studierst. Ein paar ramponierte Ausgaben von Geschichten aus Nimmermehr, einem Überlebenshandbuch und einem handgeschriebenen Stapel alter Rezepte. Aber wo ist Eddie? Fragt eines der Kinder die Lehrerin. Sie antwortet mit gesungener Stimme: Mutter Rachel hat mir gesagt, dass Eddie ihren Platz gefunden hat und dass wir uns keine Sorgen machen sollen. Und was sagen wir immer? Mutter Rachel weiß es am besten, sagt die Klasse einstimmig. Du darfst entweder eine Karte ziehen oder eine Ressource erhalten. Ich suche das beiseite gelegte Blablabla nach Mutter Rachel. Karte William Hemlock und bringe sie im Schulhaus des Tals ins Spiel. William. So, ich hab genug Ressourcen, ich ziehe eine Karte. Du hast noch eine Aktion, oder? Nee, ich bin jetzt. Nee, hat sich geheilt. Achso, hat sich geheilt, stimmt. Welche? Die hier, ne? Nee. Ach, die hier. Mhm. So, dann versuche ich nochmal mit Lea Atwood zu interagieren. 4-2 Probe, muss reichen. Jeder kennt jetzt seinen Code für geschafft. Sinn. Dann damit die 2 bitte. Was macht man den Marker hier überhaupt? Lea Atwood. Die rotbäckige ältere Frau stellt sich als Lea Atwood vor, Mutter Rachels Schwester. Ich bin für alles verantwortlich, womit sich die Menschen hier den Bauch vollschlagen. Und ja, das bedeutet, ich bin verantwortlich für das Festessen. Meine Schwester war sehr deutlich mit allem, was ich dafür vorzubereiten habe. Du fragst sie nach interessanten Orten auf Hemlock Isle, die du untersuchen könntest. Sie wischt sich mit einem Handschuh über die Schläfe. Man muss gar nicht weit raus aus dem Tal, um auf etwas Seltsames zu stoßen, antwortet sie und stemmt eine Hand in die Hüfte. Ich habe vor, heute zum Pearl-Hügel zu gehen. Irgendetwas da draußen hat die Bäume in Glas verwandelt. Ich bin mir nicht sicher, ob es das ist, was sie suchen, aber das halte ich definitiv für interessant. Du darfst eine Werkzeugkarte von deiner Hand spielen und dabei ihre Kosten ignorieren. Erhöhe die Lebensabschluss bis 10 Stufen. Ja, ich habe keine Werkzeugkarte auf meiner Hand. Hier jetzt ein Werkzeug auf. Mhm. Das wäre für den blauen Typen gut. Für Wilson Richards. Dazu haben wir uns ein Video gemacht. So, das war meine erste Aktion. Zweite Aktion gehe ich nochmal dann auch zu ihrem Zuhause, glaube ich. Zack. Und lese nochmal die 13 vor. Hast du eine extra Aktion? Nee, hast du nicht gemacht. Nö, okay, hätte ich machen, aber ich weiß nicht, ob ich es machen soll. Atembeutel hast du gemacht. Nee, einfach nicht. Danke. Danke. Einmal mit Profis. Einmal mit Profis, ja. So, dann die 13. Ich werde ja gleich Flugmarker reinmachen. Das Atwood-Haus. Das alte Herrenhaus im Empire-Stil sieht aus der Ferne recht stattlich aus, wirkt aus der Nähe aber eher vergilbt und etwas heruntergekommen. Eine alte Frau mit rauchbrauner Haut und aschfahlem Teint sitzt in einem Rollstuhl am Eingang. Ihre Hände zittern, als sie schwach hustet. Es ist Zeit, Silvia, sagt ein älterer Mann, der aus dem Haus tritt und aufschreckt, als er dich sieht. Oh, wir haben ja schon Besuch. Sie können mich Bruder David nennen. Und das ist Schwester Silvia. Ich bin der Ehemann von Mutter Rachel. Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Während er Silvia ins Haus schiebt, hörst du um das Haus herum das Rascheln von Essen. Du hast entweder eine Karte ziehen. Achso, ich mir gerade eine Karte gezogen. Habe ich gar nicht. Jetzt habe ich wieder eine Karte ziehen. Besuche das beiseite gelegte Begegnungsset Einwohner nach der Karte Simeon Atwood und bringe sie beim
Atwood House mit der Vorteilseite nach oben ins Spiel. Das ist lecker. Solange du Simeon Atwood kontrollierst, bekomme plus 1 Fuß, Verhandlung, lege eine Fuß 2 Probe ab. Hast du das schon? Falls die Probe gelingt, liest Abschnitt 3, Codex Eintrag 3. Das ist mein Mann. Das ist mein Mann. Das ist leider auf der anderen Seite. Nicht gleich da. So, den hier hatten wir auch noch nicht vorgelesen. Da musst du nämlich eine Buch 2 Probe machen. Den haben wir noch nicht vorgelesen. Doch, den haben wir vorgelesen, ja. Achso. Doppelte Freimungsaktion. Gut, sind wir alle durch? Ja, klar, das ist das Haus. Okay, dann werden wir auf jeden Fall überschwemmt. Mal gucken, wie sich das auswirkt. Wie überschwemmt? Ja, du hast ja ohne Karten und. Ja, du startest ja nur mit dem maximalen Startlimit. Ja, aber trotzdem ist es ja gut. So, es kommt ein Verderben auf die Agenda. Soll ich anfangen oder was? Ich guck gleich Discount. Weiß ich nicht. Also, ich würde dann wahrscheinlich zu dem, zu dem Fußdude rüber gehen. Ja. Und du kannst ja dann den Buchdude hier noch machen. Nee, ich hab den Typen. Ja. Der hat zwei Verhandlungsaktionen kostet. Ja, eine kriegst du zusätzlich. Also, mach eine Aktion für. Ich hab trotzdem. Ich muss ja dann auch mal den Deo rausholen. Ich glaube, es ist unnütz. Da kommt danach ein Ding zur Agenda. Ich denke schon, dass das ausbringt. Weiß ich nicht. Ja, aber du kannst gerne anfangen, dann mache ich danach mit Ressourcen und Leo. Vielleicht willst du dann noch ein Schiff machen. Oder ich versuche das hier zu machen. Nee, das macht Tabura. Oder kommst du da hin? Ja. Wo bist du? Ja. Wie viele Aktionen brauchst du dafür? Zwei. Oder eine. Warum zwei? In den Stiegeln. Aber hier kommst du ja nicht hin. Was? Ach stimmt, nee, da komme ich nicht hin. Du kommst noch da und noch da. Also 1, 2, 3 wäre das. Ja, nee, dann komme ich da nicht hin. Also ich kann diese machen und zu gucken, was kommt. Wenn es ein Nuller ist, kann ich eine Karte zuschweißen. Ach, solche Sachen kann ich halt machen. Ne? Hast du bei. Ja, dann fang am besten auch an. Ja, denn ich mache negativ Nuller. Und dann weiß ich, ob ich in die Richtung gehen muss oder nicht. Ja, wahrscheinlich schon, weil dann ist ja hier der andere. Okay, wenn ein mieser Nupsi ist, kann ich nichts machen. Ne? So, ich mache erstmal hier einen Plus rein für meine Fähigkeit. Dann spiele ich Vorahnung. Dann ziehe ich hier einen raus. Null. Okay, ist natürlich ärgerlich. Also gut theoretisch, aber ärgerlich, weil ich meine beste Karte wegschmeißen muss. Oder alles fürs Team, ne? Fürs Bewegungskartendeck angucken oder was? Ja, das ist die mit dem Marker rein. Die ist halt schon ziemlich geil. Ich dachte schon die andere beste. Aber ist egal, ich spiele trotzdem. Mit 1,0 gerankt worden ist. Dann nehme ich die. Dann habe ich Probe bestanden. Die noch Probe 2. Dann darfst du gerne lesen. Dann lese ich. Leute, mit einem Fußwert von 1 hat er das geschafft. Ja. So schnell geht das. Simeon Atwood. Alle Mann in Deckung, ruft eine Stimme, gefolgt von einem Funkenschauer einiger Knallfrösche. Ein weißer Hund jagt durch den Rauch auf dich zu und überfällt dich mit einer freundlichen Schleckattacke. Erst jetzt kannst du einen molligen jungen Mann mit Sommersprossen und einem hellroten Haarschopf erkennen, der ebenfalls auf dich zukommt. Ah, Mist. Ich dachte, sie wären Theo. Aussetz, Digby, ruft er dem Hund zu. Dann geht er auf die Knie und sammelt die Überreste der Bölle auf. Entschuldigung, ich bin Simeon. Meine Ma ist ständig damit beschäftigt, für Tantchen Rachel zu kochen, sagt er und kratzt sich an einer roten, verhärteten Hautstelle in seinem Nacken. Tantchen Rachel hat gesagt, dass wir 5 Hiebe bekommen, wenn wir im Tal Müll hinterlassen. Du fragst sie nach interessanten Orten auf Fenmok Ai. Sie dürfen nicht die Mine von Pearl Hügel betreten. Die habe ich reserviert für meine Geheimgesellschaft, antwortet der junge Mann. Suche die obersten 9 Karten deines Decks einer Taktik- oder Trickkarte und füge sie deiner Hand zu. Warte, das würde ich gerne tun. Erhöhe Simon Adwards Beziehungsstufe. Du hast 9 Karten nach was? Taktik oder Trick? Ist Teufelsbündnis ein Trick? Nee, ne? Oder? Ich glaube, das besitze ich nicht. Teufelsbündnis? Nee, Pakt. Taktik oder Trick? Das spiele ich nicht. Hast du auch eingeschrieben in die Gruppe? Okay. Soll ich vor dir machen, Bruder? Ich bin noch. Ich darf noch. So. Ah, das war jetzt die erste Aktion. Waren wir schon bei der Kapelle? Nein. Dann gehe ich zur Kapelle. Jo! Und dann mache ich die andere da oben noch, ne? Ja. Du kannst 2 Sachen machen, oder? Nee, das ist meine letzte Aktion. Nee, aber da kann man 2 Sachen machen. Du musst ja aussuchen, was du machst, ne? Der sollte einen Zauber aussuchen. Ne? Ja, das macht den Eintrag. Achso, der Zauber. Nein, du hast den Eintrag. Ja, aber vielleicht das nächste Mal, wenn ich hier schon mal gucken. Ich glaube, ich spiele keinen Zauber. Ich meine, was du dir halt auch überlegen kannst, na, wobei, wir sind jetzt bei der letzten Agenda. Nee, wir sind nicht bei der letzten Agenda. Wir sind beim letzten Dings. Ja. Dann kann man das vielleicht schon noch mitnehmen.
Was ist das jetzt hier? 11. Hemlo-Kapelle. Die kleine Kapelle auf dem nördlichen Hügel des Tals strahlt eine gewisse Ruhe und Feierlichkeit aus. Kleine Knospen wurden auf den Außenbrettern in einer Art angebracht, als würde das Gebäude selbst blühen. Während du das auffällige Erscheinungsbild bewunderst, nähern sich zwei Frauen in weiß-goldenem Umhängen. Du fragst höflich, ob sie dir mehr über die Kapelle und ihren Glauben erzählen könnten, woraufhin sie dich hineinführen. Eine stilisierte Steppdecke im hinteren Bereich zeigt ein verzerrtes, vielarmiges, mythologisches Wesen mit zahlreichen Augen und Flügeln. Wir haben diese Kapelle vor etwa 20 Jahren erbaut, aber sie wurde bis zu unserer Wiedererweckung nicht viel genutzt. Mutter Rachel hat uns immer Kinder der Sterne genannt. Ich denke, das auf der Steppdecke ist ein solcher Stern. Die zwei Frauen schweigen abrupt, als Mutter Rachel die Kapelle betritt. Du hast entweder eine Karte ziehen oder eine Ressource halten. Durchsuche die beiden Begegnungsdeck Einwohner nach Karte Mutter Rachel. Bringen sie in den Hamburg. Da ist er. 4-4. Mutter Rachel ist, glaube Tank. Ich, ist ein Tank. Ist das böse? Nee, die Mutter Rachel kann. Kann man auch die Kontrolle übernehmen, oder? Ja, ja. Sie wird Wiedererweckung, was gehört? Wegen einer Wiedererweckung, Alter. Sie wurden wieder. Okay, interessant. Guck mal, du bist auch richtig wieder im Kopf wert. Du bist durch, ne? Ja, die Frage ist, ob du denn vielleicht ist schon zu Ende des Bundes. Aber warum möchtest du vor uns? Ja, ich schaue die Schuhe aus und dann würde ich jetzt dahin gehen, wo auch immer ich gebraucht werde. Keine Ahnung. Ja, ich auch nicht. So, die Fahndungsprobe ist die einzige, die ich, glaube ich, nicht hinbekomme. Ich habe halt auch keine Bücher, Buchsymbole. Schwach. Deswegen. Bisschen nicht Jenny Barnes. Ich würde mich erstmal in die Mitte bewegen. Hier hin und dann Trigger. Also 4 zu 3. Plus 1. Wer hat der Effekt nicht? So geil. Die Basis war so ein Nessie. Der ist irgendwie schon mit Vanille auf das. Sicker Typ. Richtig krass. Und dann noch plus 1. Ich dachte, ich schaffe die Probe nicht. Ne, Marker. Oh. Was war's? Das hat er richtig alles rausgerissen. Aber er hat's. Hat sich wieder geheilt, ja? Nee, geht ja nicht. Achso. Nee, ich hab noch eine Aktion, aber ich weiß nicht, wohin ich was machen soll. Falls danach noch was ist, kannst du dich ja auch zu diesem Laden hin bewegen. Da war das ja so, dass jeder Ermittler diese Aktion auslösen konnte. Welcher Kodexantrag war das? Kodexantrag 7, ne? Mal kurz gucken. Nee, der war's nicht. Was war der Laden? Kodex 14. Dann war das das, was du jeder Mittler machen konnte. Ja, jeder Mittler darf das machen. Was war das? Du darfst eine Ressource ausgeben, um dann Deckner einer Gegenstandskarte zu durchsuchen und sie zu spielen. Na, macht wahrscheinlich so. Dahin gestört. Gut. Dann. Trade ihn. Nee. Spiele ich erstmal den Wahl-Talisman. Also alles raus, ausspielen und dann Error an ein Ding. Ich habe extra gar nichts ausgespielt. Ich generiere 4 Ressourcen, mache. Ich glaube auch, dass es wichtiger wäre, mit denen jetzt hier durchzufahren. Drei Flugmarker rein. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass die nächste Agenda heißt, hey, ihr könnt nicht mehr verhandeln oder so irgendwas. Spiele Leo aus. Ja. Deswegen habe ich auch. Ich hätte auch was ausgespielt, aber nee, ich habe über diesen. Und verhandeln mit der vierten und freien Aktion mit ihm. Der braucht 2, ne? Ja, ich weiß. Ich habe 4 Aktionen plus Verhandlung. Ausgespielt. Fluchmarker. Ja, den hätten wir halt auch noch mitnehmen können. Oder die. Das hätte ich nicht geschafft, ohne Dings. Na doch, verhandeln, laufen, verhandeln. Machen wir so. Ich will die auf der Hand haben. So. Das ist Abschnitt was? Aber jetzt hast du in dem Spiel, nicht auf der Hand. Du willst ja, ich will ihn spielen. Ich will ihn im Spiel haben. Du hast gerade gesagt, du möchtest ihn auf der Hand haben. Ich will ihn spielen, Herr Buhr. Welcher Kodex ist das? Schon gibt. Kannst du ja auch eine Aktion generieren, Herr Buhr. So. Gideon Mizra. Du bist nichts. Du bist zu nichts gut, Master John, murmelt der alte Mann vorsichtig hin. Er betrachtet dich misstrauisch, bis du erwähnst, dass du aus Arkham kommst. Lass es 30 Jahre her sein. Da bin ich an einem seltsamen Licht unterhalb des Miskatonic vorbeigesegelt. Die Geschichte des alten Seemanns geht schnell in 5 weitere, weniger interessante Geschichten über. Aber du hörst sie dir bis zum Ende an. Deswegen auch 2 Aktionen. Als du ihn nach den örtlichen Sehenswürdigkeiten fragst, antwortet er dir, gib Acht. Du wirst keine 5 Schritte aus dem Teil herauskommen, bevor dich etwas beißt. Ziehe 3 Karten, erhöhe seine Gideons Misras Beziehungsstufe um 1. Ziehst du einfach mal 3 Karten? Ja, das ist immer wichtig. Das ist eine volle Kralle. Ja, na klar, deswegen glaube ich auch schön hier. 1. Du bist ja durch, ne? Ja, 2. Dann Karte Ressource. Und dann triggert der Spaß hier.
Bertie kommt ganz außer Atem auf dich zu. Dr. Marquess verlangt ihre unverzügliche Anwesenheit, unterbricht er keuchend deine Unterhaltung. Und glauben Sie mir, sie wird nicht erfreut sein, wenn sie sich verspäten. Jeder Mittler gibt auf, A1. Ja. Gut, dass ich Leo ausgespielt habe, alles richtig gemacht. Mhm. Ich habe mir schon gedacht, dass es nicht weitergeht. Ja, ich hätte es auch richtig gefunden, wenn man den einen noch mitgenommen hätte. An dem Ort, wo du standest, der Buch. Ja, ich kann damit, ich habe ja. Ein einsam Buchwert. Was soll ich denn da fahren lassen? So, Auflösung 1. Du triffst Dr. Marquess und Bertie an der Wegkreuzung wieder. Nachdem ihr euch die möglichen Orte für Expeditionen ausgetauscht habt, breitet die Professorin die Karte von Hemlock Isle vor. Euch aus. Ich hätte nicht erwartet, dass das Dorf so religiös ist, bemerkt Dr. Marquess. Bertie schaltet sich munter ein. Sie scheinen nach einem transzendentalen Ideal zu leben. Ich weiß nicht, woran sie im Speziellen glauben. Sie wirken aber sehr freundlich auf mich. Freundlich ist ein Wort dafür, murmelt Dr. Marquess und lächelt grimmig. Wir haben noch gut 3 Tage Zeit, bevor die Insel von Touristen überrannt wird. Ich hasse Touristen. Sie wirken angesichts der Feierlichkeiten ziemlich schlecht gelaunt, wich Bertie etwas enttäuscht vor. Dr. Marquess wirft ihm einen vernichtenden Blick zu. Was ich damit sagen will, ist, dass die Touristen die lokalen Habitate zerstören werden. Unsere Zeit ist also begrenzt. Wir können uns aufteilen, um mehr Gebiete zu erforschen, oder wir brechen gemeinsam auf. Theo hat sich bereit erklärt, uns dorthin zu fahren, wo wir wollen. Und er hat sogar zugestimmt, dass wir auch nachts seinen Lastwagen nutzen können, unter der Bedingung, dass wir Mutter Rachel nichts davon erzählen. Angesichts der Geschichten über tödliche Wildtiere habe ich Judith angeheuert, mich ins Eastwick Moor zu begleiten. Sie können sich gerne anschließen oder auf eigene Faust losziehen. Seien Sie einfach bei Sonnenuntergang wieder zurück. Ich habe vor, einen Spaziergang in die westlichen Wälder zu machen, sagt Bertie. Allein, wenn es Ihnen nichts ausmacht. Wenn man Mrs. Olmsteds Beschreibung Glauben schenkt, sollen die Wälder wirklich atemberaubend sein. Du denkst über deine Optionen nach. Jeder Ermittler bereitet sich auf den ersten Forschungstrip vor. Wähle eine Vorteilskarte in einer Spielzone, die sich normalerweise nicht zu Spielbeginn im Spiel befindet. Du behältst sie für das nächste Szenario. Lege jede andere Vorteilskarte und Verstärkung in einer Spielzone ab, außer die Karten, die sich normalerweise zu Spielbeginn dort befinden. Lege Karten ab, bis du dein Starthandlimit erreicht hast. Mische deinen Ablagestapel in ein Deck. Deine aktuelle Hand ist deine Starthand für das nächste Szenario. Du ziehst für das Szenario keine neue Starthand und kannst auch keinen Mulligan nehmen. Lege Ressourcen ab, die über deine Startressourcen hinausgehen. Gut, machen wir das erstmal fertig. Echt schwierig. Ressourcen halte ich. Aber ich hatte die eine Handkarten. Sollten hier dann aber zumindest einen Cut machen. Ja, es geht auch weiter, Amura. Ja, ja. Die Erforschung der Insel ist angeblich gefährlich. Füge deinem Chaosbeutel für den Rest der Kampagne einen Fehlmarker hinzu. Bitte was? Ja. Bei der Vorbereitung des nächsten Szenarios werden die Schritte 1 bis 8 der Spielvorbereitung auf Seite 27 im Referenzhandbuch übersprungen. Was geht? Ich kann in der App nicht keinen Plus machen. Bist du sicher? Nee, klar geht das, oder nicht? Oh, wie dumm ist das denn? Ja, das ist sicher. Hier. Ja, dann müssen wir gleich mit dem richtigen Chaosbeutel spielen. Nee, wir können ja einen anderen reinadden, der dann als Fehlmarker zählt. Nehmen wir die minus 8, das ist der Fehlmarker. Okay, alles klar, ja. Ich habe noch eine andere Vermutung. Okay. Dass der Start gar nicht den Fehlnupsi beinhaltet hat. Hast du es nicht gesagt? Eigentlich ja, aber kannst du ja gleich nochmal. Okay. Die Ermittler müssen sich entscheiden, welches Gebiet auf der Insel sie heute erforschen wollen. Im Laufe der Kampagne können mehrere Forschungstrips in unterschiedliche Gebiete unternommen werden. Im Norden liegt die verlassene North Point Mine, in der sich seltsame Wildtiere eingenistet haben sollen, um dich zum Fahren dort zu stellen. Lies bei In den Fels geschrieben auf Seite 10 weiter. Im Süden liegt das alte Hemlock Bay House, über das gesagt wird, es werde von einem ungewöhnlichen Befall geplagt. Um das Hemlock-Haus zu untersuchen, liest Seite 14 weiter. Der verwüstete Pearl-Hügel im Nordwesten ist von einer dicken Schicht weißer Asche bedeckt.
um die stille Heide zu erforschen, die ist auf Seite 19 weiter. Gehen wir mal ganz kurz. Wird es hier reingemischt? Ja, wird gleich reingemischt. Wurde gesagt, ja? Ja. Im Nordosten an der trostlosen Küste liegt die kleine Siedlung Egwen, in der nur noch wenige Abenaki und Seeleute leben, um die verlorene Schwester zu retten. Die ist auf Seite 23 weiter. Oder Dr. Marquez glaubt, dass der Eastwick, dass das Eastwick Moor im Süden Osten der Quelle der Oder Dr. Marquez glaubt, dass das Eastwick Moor im Südosten die Quelle der Probe sei, die euch hierher geführt hat. Um das Ding in den Tiefen zu entdecken, liest auf Seite 27 weiter. Okay, weiter geht's nicht. Dann guck mal, ob ich den Ferienmarker, der war ja vorne, ne? Der war nicht drin. Ja, dann haben wir. Einmal hast du schon immer gezogen. Ja, ich hab. Ja, ist halt blöd, ne? Weil ich habe jetzt auch keine Karte ausgespielt, weil ich habe halt nur Aktionen gemacht und Typen dazu. Ja, ja. Okay. Egal. Gut, haben wir hier schon schwerer gespielt. Also mögen wir's. Jetzt ist die Frage, wo wir, wollen wir hin? Also wir haben die Möglichkeit, zur Mine zu gehen, Möglichkeit 1. Möglichkeit 2, ins Hemlock, ins alte Hemlock-Haus zu gehen. Oder in die zur stillen Heide, in die Pearl-Hügel, Möglichkeit 3. Oder wir gehen Möglichkeit 4 in die Siedlung Egwen, um die verlorene Schwester zu retten. Oder wir gehen Möglichkeit 5 mit Dr. Marquez ins Moor. Ich bin für die Schwester. Ich bin auch für die Schwester. Also Sepik. Also in die Minen sollten wir nicht gehen. Nein, Gegner, der Typ hat ja der Rote halt gesagt, das ist seine Mine, sein Geheimtreffen. Und da gehen wir garantiert nicht direkt rein. Warum sollten wir zur Schwester gehen? So, weil sie verloren ist. Irgendeine verlorene Schwester. Ich gehe mal davon aus, dass es da was mit Verhandeln gibt, deswegen sage ich Schwester. Okay. Und die Unterstützung von dem Typen, wo der hingeht, den wollen wir nicht. Du meinst die Dr. Marquez? Ja. Das ist sie. Naja, da kommen wir ja immer noch hin. Also es kann sein, dass... Naja, da ist er jetzt gerade. Und wir wissen, er hat die Tante hier mit bei und ja, die würden uns dann wahrscheinlich zur Seite stehen für das Szenario. Aber sie hat ja doch gesagt, dass wenn man sich aufteilt, dass man mehr schaffen kann. Lass mal die verlorene Schwester da holen. Wir gehen zur verlorenen Schwester. Gut, dann wird es auf Seite 27 weitergehen und ich glaube, das ist dann das Szenario, wenn ich das richtig sehe. Ja, ein Tag- oder Nacht-Szenario ist die Frage. Tag. Ja? Das ist kein. Ich glaube, ja, es würde das. Okay, es würde mit einem Szenario weitergehen, wenn ich das richtig sehe. Oder? Dinge, die Dinge sind nicht. Ganz kurz. Na klar, Seite 27 steht. Hier steht, wenn man Seite 23. Und dann steht hier Szenario, die verlorene Schwester. Gut, dann machen wir an der Stelle einmal einen Cut und dann sehen wir uns gleich bei der verlorenen Schwester wieder.